Martin, nach einer halben Pressekonferenz kann man sagen, der Herr Bruguera war schon weg gewesen. Ihm hat es anscheinend zu lange gedauert. Muss ich sagen, das war heute mal ein Spiel 3:0 gegen Kaiserslautern 2, wo man nicht bis zum Ende zittern musste. Die ersten beiden Tore waren Umschaltsituationen vom FKP, war wunderbarer Konterfußball, wunderbar herausgespielt. Ja, war eigentlich ähnlich so, wie wir es erwartet haben, dass FCK wahrscheinlich mehr Ballbesitz hat. Aber das bewegt auch dazu, dass man vielleicht ab und an in Situationen kommt, wo man keine gute Restverteidigung hat. Und ich glaube, das haben wir gut ausgespielt. Und die Jungs waren da auch eiskalt. Also das erste Tor über die rechte Seite mit dem Flankeball zum Marc Erhardt. Freut mich, dass er da einer reingenickt hat. Es war ein tolles Tor. Ja, und dann machen wir auch noch das 2-0 über die linke Seite, wo man aber dann zuerst mal einen Ball hinterherjage. Und dann, der Dennis macht das dann halt richtig gut. Schöner Schlenzer ins lange Eck. Und ich glaube, es ist 3-0. Ähnlich. Also mir gebe der Ball nicht auf. Über die Außenposition vom Jonas Vogt hervorragend gemacht. Und der Christoph Scherb steht dann da, wo er stehen muss und belohnt sich. Der Marc Erhardt hat ein Tor gemacht, wie früher sein Vater. Der Dennis Grob, einen selbstgemacht, blendende Form. Ja, ich denke, allgemein glaube ich, spielen wir aktuell ganz ordentlich. Unabhängig, wenn ich da jetzt durchgehe. Marc und Kroppi haben sicherlich auch ihr Teil dazu beigetragen, dass wir heute gewonnen haben. Aber ich glaube, heute war es auch wieder Mannschaftsleistung. Und ich habe es eben schon gesagt, über das Kollektiv baut alles auf. Und wenn wir das immer wieder auf den Platz bekommen, dann haben wir gute Möglichkeiten, Spiele zu gewinnen. Am Anfang hat es ein bisschen so ausgesehen, als hätten wir den Anfangspfiff verschlafen. Da hätten wir gerade 2-0 hinten liegen können. Ich denke, gerade die erste 5 Minuten, wenn da Tor fällt, dann wird das ein anderes Spiel. Wir haben einmal, glaube ich, schlecht verteidigt, beziehungsweise war auch gut gespielt vom FCK. Zwischen die Linie oder hinter die Linie, dann ein tiefer Lauf, wo wir gewusst haben, aber die Jungs sind einfach auch gut. Und dann links vorbei, glaube ich, und dann vielleicht die Elfmetersituation, wo man hätte pfeifen können. Schiedsrichter hat nicht gepfiffen, für uns gut. Und danach waren wir dann im Spiel und wir haben uns aber zuerst mal reinfuchsen müssen. Man hat aber auch gesehen, dass die Tabelle nicht lügt. Die haben, glaube ich, doppelt so viele Gegentore wie der FKP bekommen und hatten schnelle Stürmer. Und in der Abwehr sind sie verletzbar. Ja, ich denke, wir haben gewusst, oder in der Vorbereitung war klar, fußballerisch ist FCK wahrscheinlich mit das Beste in der Oberliga. Ist natürlich auch ein ganz junger Haufe. Und das nach vorne laufen, das tut immer gut, allgemein. Aber das Zurücklaufen oder das dann auch wiederum absichern untereinander, das ist auch ein Element im Fußball, wo man benötigt. Und das war bei uns wahrscheinlich heute besser als beim FCK. Und gerade in den Umschaltmomenten merkt man das dann halt. Aber Respekt, wie der Edonat Lepostaku oder die ganze Abwehr eigentlich, deren Vollblutstürmer, einen Riesenbaum von Kerl Kollmann, der Oberliga-Führende in der Torschützenliste, rausgenommen hat. Ja, es freut mich auch, weil Yannick Kries war ja nicht auf dem Platz. Wir haben mit Miguel und mit Edo und Yannick drei tolle IVler. Die haben heute ein tolles Spiel gemacht und wenn wir das Niveau beibehalten können, toi toi toi, dass wir auch verletzungsfrei bleiben, dann wird uns das auch helfen, auf die nächste Entwicklungsstufe zu kommen. Und da wollen wir hin. Es ist auch ein Kampf um die Plätze. Das soll es auch sein, das wollten wir vor der Saison. Und jetzt profitieren wir davon, dass wir ein gutes Niveau haben. Jetzt kommt als nächstes Heimspiel eine starke Truppe, Wormatia Worms, das haben wir schon gesehen. Da wissen wir, was da auf uns zukommt. Und da müssen wir genauso eine Leistung bringen wie heute. Hoffentlich auch wieder vor 1000 Zuschauern. Ja, so der Wunsch. Ja, zuerst gilt es mal jetzt wieder zu regenerieren, weil der Abstand zum Samstagsspiel ist nicht ganz so weit. Worms-Spiel ist, glaube ich, ausgefallen. Das heißt, die Beine sind bei Worms vielleicht ein Stück weit anders als bei uns. Aber trotzdem werden wir da alles investieren wiederum, dass die Jungs gute Beine haben. Wir Kader auf dem Platz haben, die um 3 Punkte spielen kann, beziehungsweise auch ein Dreier im Auswärtsspiel setzen kann. Und da werden wir dafür wieder arbeiten, das Trainerteam, das Staff. Und die Jungs natürlich auch, aber jetzt gilt es zuerst mal heute ein Stück weit den Erfolg jetzt mal zu genießen, aber natürlich auch direkt wiederum ab morgen in den Fokus zu kommen für das Wormspiel. Ja, vielleicht eine Revanche für das Pokal aus. Wünsche alles Gute, nochmal Gratulation zum 3:0. Dankeschön.
der Kleschuhstadt, wo ich herkomm, ist unser Stolz der FKP.